Hallo ihr Lieben und welcome back zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es freut uns total, dass ihr wieder hier seid und zuschaut. Bevor ich zum heutigen Thema komme, seid so lieb, drückt einmal unten den Abo-Button und aktiviert die Glocke. So unterstützt ihr uns auf unserem Weg mit unserem YouTube-Channel und habt gleichzeitig auch die Möglichkeit, dass ihr kein weiteres Video in Zukunft von uns mehr verpasst. Also einmal schnell drücken und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist Sommer hier auf Zypern. Die Sonne scheint, es ist super schön warm und wir bearbeiten heute ein Thema, das uns selbst jeden Tag ja, verfolgt, sage ich mal. Und zwar richtet sich das hier an alle Hundebesitzer oder speziell an alle Hundebesitzer. Leider ist es immer noch ein Problem hier auf Zypern, sich mit seinem Hund am Strand zu bewegen. Ja, es ist einfach nicht gerne gesehen. Die Leute erachten den Hund hier immer noch als unrein und dreckig und das kann sehr schnell zu unangenehmen Situationen führen. Wir haben das fast jeden Tag hier auch bei uns mit unserer Mana. Obwohl sie niemandem etwas zuleide tut, ist sie einfach nicht erwünscht. Und deshalb wollen wir euch heute in diesem Video 5 Plätze zeigen, wo ihr mit eurem Hund absolut ungestört und absolut ohne irgendwelchen Problemen baden könnt. Und bevor es jetzt losgeht, müssen wir erst nochmal die Hundedecke von unserer kleinen Maus im Auto installieren. Das zeigen wir euch jetzt im Schnelldurchlauf und dann geht's auch schon los. Und dann sind wir auch schon fertig. Hier ist das gute Stück. Das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Anschaffung gewesen. Mana hat somit hier ihr eigenes Reich hinten im Auto und wir haben ein sauberes Auto. Auch wenn sie nass ist, das ist super saugfähig, das ganze Material, und das Auto bleibt trotz allem dann trocken. Wir haben hier die Decke von Doggyfy. Ich verlinke euch das unten in der Infobox natürlich noch. Spot Nummer 1, und zwar 20 Minuten nordöstlich von Ayanapa befindet sich dieser kleine süße Hundestrand. Wir sind heute relativ früh unterwegs und das würden wir auch jedem empfehlen. Dann hat man hier alles noch für sich alleine und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns da unten so erwartet. Super schöner Sandstrand. Mäuschen freut sich schon. Und währenddessen die Mana hier ein bisschen schwimmt, kann ich euch noch etwas zu diesem coolen Strand hier erzählen. Also wir sind jetzt 20 Minuten nordöstlich von Ayanapa mit wunderschöner Aussicht. Heute ist es leider ein bisschen bewölkt. Was man hier auch noch machen kann an dem Strand, da kann man super schön schnorcheln. Ich hoffe, die Wolken verschwinden noch ein bisschen und ich kann euch das vielleicht zeigen. In unmittelbarer Nähe hier befindet sich auch das Naturschutzgebiet von Kap Greco. Also falls ihr hier in der Nähe seid, auch wenn ihr früh unterwegs seid, ist noch nicht so viel los. Ansonsten kann es hier in der Hochsaison sehr busy sein. Was wir an Dogbeaches auch noch so mögen, ist es, dass man so schnell mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Pärchen aus England kennengelernt, die seit 11 Jahren hier auf der Insel leben. Es ist immer total nett, eben sich mit anderen Menschen zu connecten. Und ich würde sagen, wir schauen mal jetzt an, was hier das Wasser zu bieten hat, denn hier soll nämlich ein absolut genialer Schnorchelspot sein. Schön einfach die Tiere da unterhalb zu sehen und vor allem ist es hier total sauber, es gibt keinen Müll hier unter Wasser und das ist so traumhaft schön. So, nach einer Stunde am Dogbeach in Paralimni sind wir jetzt am Weg zu Spot Nummer 2 und zwar fahren wir jetzt wieder 20 Minuten Richtung Ayanapa zurück und direkt vor dem Zentrum von Ayanapa soll noch ein anderer Dogbeach sein, da waren wir selbst noch nie und ja, wir sehen uns dort und bis gleich.
angekommen in Ayia Napa am Glückinero Beach. Ja, die Vorfreude war leider zu groß. Also es ist zwar in der Karte unter Google Maps immer noch eingetragen, dass dieser Beach hier ein hundefreundlicher Strand ist. Leider ist dem nicht so. Also bis 2018 war das so. Da konnten Hunde hier am letzten Ende vom Strand noch fein sich abkühlen und alles. Aber nachdem die Hotels ja hier in Ayia Napa immer mehr werden, musste der Strand weichen, beziehungsweise mussten die Hunde weichen. Und es gibt demnach in Ayia Napa oder beziehungsweise im Bezirk Famagusta nur noch einen Strand. Das ist der, den ihr gerade gesehen habt, in Paralimni. Der ist auf alle Fälle noch ein richtiger Hundestrand. Und ja, wir machen uns jetzt weiter zu Spot Nummer 3. Angekommen an Spot Nummer 3, und zwar befinden wir uns jetzt etwas westlich von Bisuri. Es sollte hier ein wunderschöner Dog Beach sein, allerdings, was man hier als erstes mal vorfindet, ist das hier. Man geht hier die Straße zu Fuß runter. Das ist ein Fußmarsch von ungefähr, ich denke mal, 20 Minuten bzw. halbe Stunde. Also es sind gute 3 Kilometer zum Gehen. Dann kommt man an den Hundestrand. Den blende ich euch noch ganz kurz jetzt unten ein auf der Karte, wo das ist. Wir machen das jetzt nicht. Das ist nämlich mega, mega heiß. Und das wollen wir der Mana nicht antun, weil der Asphalt hat ungefähr gefühlt 100 Grad. Deswegen haben wir jetzt eine Alternative. Wir fahren jetzt etwas zurück nach Limassol und schauen uns den anderen Hundestrand an. So, laut Navi sind wir jetzt hier am Limassol Hundebeach. Der befindet sich zwischen Limassol und Zigi. Ich blende euch das unten mal kurz auf der Map ein. Bis jetzt sind wir irgendwo im Gebüsch mit einer sehr, sehr bescheidenen Straße. Was aber richtig toll ist, das ist die Aussicht. Also im Internet steht überall, die Straße geht nicht für normale Autos ohne 4x4. Es funktioniert doch, also man kann direkt hier runterfahren zur Küstenstraße, zum Meer. Und jetzt schauen wir da schnell, was sich da hinten befindet, hinter dem Hügel. So, da haben wir als erstes mal einen Strand mit sehr viel Müll. Das ist für Zypern leider nichts Ungewöhnliches. Leider ist das ein trauriges Alltagsbild hier auf Zypern. Also der Müll wird einfach achtlos in der Natur entsorgt, ganz egal was. Wir sind angekommen und haben unseren Spot gefunden. Währenddessen der Mario hinten im Hintergrund die Drohne ready macht, will ich euch noch zeigen, warum es uns so wütend macht, wenn uns jemand anböbelt, dass ein Hund dreckig ist und dass ein Hund im Meer nichts verloren hat. Schaut euch bitte das an. Wir waren jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde am Hundebeach in der Nähe von Limassol. Ja, also ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt in dem ganzen letzten Jahr noch nie so einen verdreckten Strand gesehen wie den hier. Also es ist die Gegend traumhaft schön, die Aussicht wunderschön, aber ich kann euch vom Baden und dass ihr da mit dem Hund herkommt, einfach nur abraten. Man muss höllisch aufpassen, dass der Hund nicht irgendwo in Glasscherben tritt oder irgendetwas frisst, was da herumliegt. Da liegt alles Mögliche, ob das vergammelte Lebensmittel sind, Plastik, Matratzen. Man findet hier leider einfach alles. Was sich aber sehr lohnt, ist hierher zu kommen, vielleicht für einen schönen Spaziergang. Ich kann mir vorstellen, dass der Sonnenauf- bzw. der Sonnenuntergang hier traumhaft schön sein muss. Also für das lohnt es sich auf alle Fälle. Nur wenn ihr hier mit eurem Hund herkommen wollt, seid bitte extremstens vorsichtig. Man soll aber immer das Positive und das Gute in den Sachen sehen, also behalten wir die wunderschöne Aussicht hier im Kopf und in Erinnerung und fahren jetzt weiter zu unserem nächsten Spot zurück nach Larnaca.
Währenddessen wir uns auf den Weg nach Larnaca machen, wollen wir euch noch einen Hundestrand in der Region um Bafos einblenden. Dieser hier befindet sich nähe Bolis, ist ein kleiner süßer Kieselstrand mit glasklarem Wasser und nebenbei auch noch ein perfekter Schnorchelspot. Hier in Larnaca am Hundebeach und zwar südlich vom Larnaca Airport, wie man im Hintergrund vielleicht hören kann. Hier kann man den Flugzeugen beim Starten und Landen perfekt zuschauen. Mit der Drohne können wir euch hier leider nichts zeigen, ist logisch. Flughafengelände ist absolutes Drohnenflugverbot. Aber wie der Strand so hier jetzt ausschaut, das schauen wir uns jetzt an. Ende von diesem Hundestrand. Hinter mir könnt ihr schon sehen, also ich bin jetzt direkt am Flughafengelände. Ein kleiner Tipp, den wir euch unbedingt noch geben wollen in diesem Video. Wenn ihr diesen Hundestrand sucht, vertraut bitte auf keinen Fall Google Maps. Ich zeige euch das unten. Das ist uns nämlich ganz am Anfang passiert, letztes Jahr, wo wir hier waren. Wir haben uns sowas von verfahren und sind dann fast nicht mehr rausgekommen. Also nehmt nicht diesen Weg, den euch Google Maps vorschlägt. Ich blende euch da ein, wo ihr genau hinfahren müsst, was ihr genau eingeben müsst. Ansonsten bleibt ihr da einfach mit dem Auto stecken und kommt nicht mehr raus und bekommt im schlimmsten Fall noch ein Problem mit der Flughafenpolizei. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da eine Maschine finden, die im Landeanflug ist. Und direkt auf der anderen Seite, da hinten, könnt ihr den Mackenzie Beach erkennen. Da kann man ganz, ganz toll essen gehen, gibt es viele Restaurants, einige coole Clubs. Also wer Party machen will und alles, ungefähr eine Viertelstunde von hier kann man mit dem Auto den Mackenzie Beach erreichen. Der Larnaca Airport ist ein sehr frequentierter Airport, also hier ist jeden Tag wirklich einiges los, wenn man bedenkt, dass man von hier 96 Zielorte anfliegen kann bzw. 36 Direktverbindungen hat, ob das jetzt Dubai ist, ob das jetzt Österreich ist, ob das Frankreich ist, Norwegen ist oder whatever, also man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten und man ist geografisch gesehen in einer sehr, sehr guten Lage, also das heißt, wir befinden uns hier zum Beispiel genau in der Mitte von Dubai bzw. von Österreich, also wir fliegen 3,5 Stunden nach Österreich, genauso wie knapp 3,5 Stunden nach Dubai. Also für uns ist es der perfekte Standort hier. Fürs Ende haben wir uns überlegt, zeigen wir euch unseren absoluten Lieblingsstrand, wo wir mit der Mana am allerliebsten hinfahren und wo man mit Abstand einen der wahrscheinlich schönsten Sonnenuntergänge hier auf Zypern bewundern kann. Also wir sehen uns gleich. An unseren absoluten Lieblingsstrand, wenn es darum geht, mit der Mana schwimmen zu gehen. Ganz in der Nähe von Larnaca, ziemlich in der Nähe vom letzten Hundestrand, den wir euch gezeigt haben. Ich glaube, 10 Minuten oder so mit dem Auto geht es hierher. Und zwar sind wir hier am Cape Kitty. Hier in dieser Area, ganz zum Schluss vom Strand, haben wir bisher noch nie irgendjemanden getroffen. Also wir waren bisher immer komplett alleine hier. Wir lieben das hier, die Ruhe, die hohen Wellen, die Mana liebt es auch. Die Sonnenuntergänge sind speziell im Winter unbezahlbar schön. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, welcher Strand euch bisher am besten gefallen hat im Video und was ihr zu diesem Thema denkt. Würde uns interessieren, wie ihr dazu steht, Hund ins Meer oder nicht. Lasst uns auch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Wir sagen danke, dass ihr da wart, sagen bis zum nächsten Video und macht es gut. Tschüss!